Ja, so, jetzt sind wir wieder zurück. Mensch, ja. Hier waren wir auch das letzte Mal stehen geblieben. Ihr erinnert euch noch, hier hinten haben wir Eier drin, die hier noch jetzt zum Ausbrüten sind. Spargit kennen wir. Ups. Ja, das ist noch hier. Noch 3 Minuten geht das noch. Hier haben wir noch eins. Hier haben wir noch eins. So. Hier waren keine mehr. Aber Mensch, meine Lieben, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja hier unsere Chat Dragon, ne Chat Dragons, aber unsere Astegons gebrütet. Gibt euch natürlich das hier mal. Die Astegon-Eier hier, wunderbar, wie die glänzen hier. Wahnsinn. Ist ja mal mega hier. Nehmen wir hier alle mit hier. Meins, 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 meins. So. Jawollo. Gut, 15. Ah, geil, 15 Dracheneier. Oh, ich liebe es. Können wir die zwei jetzt rausmachen, beziehungsweise. Jupp. Ich mache gleich die Shadowhawks. Das muss ich mal kurz sortieren. Zack. Oh ja, die brauchen nur 20 Minuten. Ja, meine Lieben, das ist ja auch nochmal ein Vorteil hier im Singleplayer. Die Eier hier schlüpfen viel schneller als dort. Das heißt, im Multiplayer brauchen die 8 bis 16 Stunden. Hier eine halbe Stunde und dann sind die durch. So, so, das war auch das letzte Ei. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir haben die Kitsun bekommen. Kitsun und Shadowhawk gibt, glaube ich, Nighthawk. Ich muss nur mal ganz kurz gucken nach Element. So. Ja, hier haben wir ihn, der ist weiblich. Dann lassen wir den männlichen drin. Machen wir den raus. Machen wir den hier rein. Die schnappe ich gleich, dass du mir nicht abhaust. Du. So, Zuchtfarm, zack. Eine Torte fehlt ja. Die Torte kommt natürlich sofort. Wo haben wir denn die Torten? Oh, nur noch 9 Stück. Ist ja mal ein bisschen blöde. Ich hoffe, ihr habt noch welche. Gut, 5 Stück brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber. So, 10 Torten, das langt. 7, 3. So, 10 Torten haben wir. Die anderen packen wir mal wieder da rein. Ich muss eh gerade mal kurz gucken, wo denn hier schon wieder unsere Gillette hier ist. Die wollte ja eigentlich kühlen. Aber da kühlt die nicht, oder? Ich muss mal kurz gucken, ob das hier kühlt. Wenn die so weit davon entfernt ist, kann nicht sein. Na doch, sie kühlt. Passt alles, alles in Ordnung. Alles passt, passt, passt. Oha. An was liegt's? An der Milch liegt's. Aber 14 sind auch okay. Das passt. Wir gucken mal nach da oben jetzt kurz, wie hier es so läuft. Jawohl, sehr schön. Das läuft erstmal mit den Palliumwachen. Mal kurz hier mal reinspickeln. Carbonfaser. Ja, Steinkohle nehmen wir nicht, weil die brauchen wir noch. Machen wir hier einmal. Jawohl, 27 von denen. Und, meine Lieben,
Irgendwann mal jetzt mal die Tage findet unser großer Umzug statt. Das heißt, wir ziehen mit unserem kompletten Lager, was wir hier haben, um. Ich kann es nicht mehr sehen, dass wir ständig attackiert werden. Ich will das nicht, brauche ich nicht. Da habe ich keine Lust. Wir gehen an einen Ort, wo sowas nicht passieren wird. Mit unserem Lagerchen. So, jetzt gucken wir aber erstmal hier mal kurz zu unseren anderen zwei Lagern. Da haben wir auch schon lange nicht mehr geguckt, dürfen wir nicht vergessen. Wir waren ja lange unterwegs, haben hier diverse Pets und Pals eingefangen. So, meine Freunde, was ist hier los bei euch? Warum chillt ihr denn hier alle? Ah ja, ich dachte gerade schon. Oh ja, 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 ja. Nehmen wir uns hier auf jeden Fall mal alles mit hier. Einmal müssen wir es ja schließlich einsammeln. Kommen wir hier nicht drum rum. Und wie ihr wisst, Erz und Steine, das brauchen wir immer. So. Ich hoffe, ihr habt noch genug ausreichend zum Essen da drin. Ich gucke lieber nochmals. 600, das langt für euch. 600, das langt. Brauchen wir nicht mehr. So, Stein, Holz und Stein. Oh ja, guck mal, hier sieht es auch schon ganz schön voll aus an den Steinen. Das ist gut, wenn wir hier viele, viele Steine sammeln. Brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir. Wir gehen mal hier rüber. Ah, das war die falsche Truhe. Nee. War die falsche Truhe. So, okay. Wir müssen jetzt mal kurz nochmal ganz hoch zum Anubis. Mal gucken, was hier so geht. Oh, hier ist ja alles leer. Ja, sag mal. Ich brauche ein bisschen mehr von euch Palsaft, meine Lieben. Ihr produziert mir so wenig Palsaft. Stimmt denn etwas nicht mit euch? Ah, ich glaube, die Valryn. Ja, aber hier schon mal zweimal Palsaft. Dann können wir theoretisch auch eigentlich gleich das hier mitnehmen. Wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Nehmen wir alles mit, kurz. Ja, jetzt genau. Jetzt kommt der Waffenbruch zum Einsatz. Ja, alles geht mal zunichte. Ist halt einfach so. Ja, oder so geht's. Danke dir, dass du mir hilfst. So geht natürlich auch schneller. So. Nehmen wir die hier noch alle mal mit. So, so, so. Passt. Wir bringen das Zeug mal wieder zurück zum Lager. Ruhe war es jetzt. Das. Können wir hier mal alles ablegen, was wir jetzt hier gerade nicht brauchen. Ja gut, die Gigasphäre würde ich mal lassen. Ja, guck mal, dann sieht das Ganze einmal wieder ein bisschen hier ein bisschen besser aus. Jetzt gehen wir mal kurz die Waffe mal kurz reparieren. Jawohl. Und das ganze Zeug hier auch. Zack. Oh, 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 oh. Da fehlt uns der Stein. Ja, das können wir hier reparieren, okay. Das hier können wir auch reparieren. Das hier können wir auch reparieren. Das hier auch. Unser Schild auch. Okay, hier fehlt uns der Stein. Der Rest haben wir. War noch nicht fertig. Das hier auch noch. Zack. So, Subi. Den nehme ich mal mit. Oh, da habt ihr auch schon ordentlich produziert. Ist ja schon mal wunderbar. Das Ganze läuft hier. 8 von 8. Palliumbarren. Oh, jetzt müssen wir wieder viele Palliumbarren herstellen. 205 Stück.
Nehmen wir mit. Noch immer Waffenbruch, ja, jetzt nicht mehr. Ein Törtchen gibt es hier, ein Törtchen. Schleppe ich denn die Paliumwachen eigentlich mit mir rum? Kann man ja da lassen mal. So. Die Torte macht sich hier auch. Shadowhawk Hammer. Hier gibt es Holz nochmal für uns. Holz ist immer gut. Ich muss gerade überlegen, was ich jetzt hier eigentlich genau wollte. Okay, hier sind wir fertig. Hier sind wir fertig. Bei dem Anubis müsste man durch sein. Ich überlege gerade, meine Lieben, wo wir denn hinziehen. Aber ich denke, wir ziehen wieder nach da. Ne, hier kommen ja auch welche. Hier kamen auch welche. Ich glaube, hier unten, da kamen keine. Hier, dass wir hier unsere Hauptbase wieder hinbauen. Machen wir. Die Frage, machen wir das Ganze jetzt oder später? Müssen wir halt mal gucken, aber das dürfte hier auch kein Problem sein. Okay, dann würde ich mal sagen, in der Zeit, wo hier die Eier alle gemütlich ausbrüten, richten wir uns schon mal Richtung unserer nächsten Base, also unserer Hauptbase. Ja, was wir jetzt hier brauchen, das ist einiges hier. Ah, shit. Ja, ich bin so blöd. Waffenbruch habe ich ja ganz. Habe ich ja mal wieder ganz vergessen, ne? Müssen wir erstmal ganz kurz mal Steinchen sammeln. Wie am Anfang halt auch. Ein bisschen Steine sammeln hier. So. Genug Steine gesammelt. Ganz kurz nochmal zurück. Heim reparieren. Und dann kann man auch schon loslegen. So. Jawohl. Subi. Bast. Ihr seid auch. Ne, ihr seid nicht ganz fertig. Noch eine. Warte mal, ich helfe dir mal ganz kurz. Zack. Ihr wisst ja, man kann nie genug von legendären Sphären haben. Hier haben wir nochmal 11 Stück. Nehmen wir natürlich mit. Warum sollte man die auch dort lassen? Weil legendäre Sphären sind unsere Retter in Not immer. Die legendären Sphären. Oh, meine Lieben, ich sehe schon kommen, es gibt eine Schlepperei hier. Das Haus würde ich aber trotzdem mal stehen lassen, man weiß ja nie. Aber so an sich. Oh, 71 Stück ist schon mal sehr gut, das gefällt mir. So, okay. Können wir zurück. Jetzt habe ich alles, was ich wollte. Schnelle Reise. Eigentlich können wir uns auch theoretisch von dort hinten Stein holen, aber ich nehme den Stein, was dort gibt. Ich hoffe, das hier zerstört uns niemand. Und ich hoffe, ihr seid auch ready davor, das Shit. So. Müssen wir erstmal kurz den Brocken hier abbauen. Der stört uns hier ein bisschen. So, meine Lieben, schon 1000, okay, oh, wow, 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 das Erz, das gefällt mir hier überhaupt nicht, das Erz, was wir hier haben, tun wir hier mal kurz abwerfen, brauchen wir jetzt nicht einsammeln, wir brauchen vorübergehend jetzt erstmal nur mal Stein.
Steine sind für uns jetzt erstmal ausschlaggebend. Ich will jetzt erstmal nichts anderes außer Stein. So, super. 404 Steine. Das ist ja schon mal mega. Ich muss mal kurz gucken, ob wir die Fixi da hinten schon haben. Ich glaube, von denen haben wir auch alle 10, oder? Ihr erinnert euch. Oder? Ja, von denen haben wir 10. So. Wir fangen an, weil hier kommt unsere Base nachher hin. Das heißt, diesmal kommen die Base auf Stein. Weil ich finde einfach Stein auch viel genialer, gerade zum Händeln und zum Bauen. Ich gucke gerade, Metallfundament sieht natürlich nicht so schön aus, Metallbarren und Stein. Ich weiß nicht, Metall ist so nicht so meins unbedingt. Gefällt mir nicht so. An Stein denke ich immer so ein bisschen an Marmor. So, ich würde sagen, wir können es entweder hier runter. Ja, machen wir mal. Ich denke mal, das hier dürfte lang, so von der Höhe hier. Ich gucke gerade mal kurz. Ja, das passt perfekt. Ihr kennt ja das gleiche Spiel wie letztes Mal auch hier. Unsere Grundbase hier mal absichern hier. Steine nachher flöten, das sage ich euch gleich hier. Ihr werdet euch bestimmt auch wundern, hey, was macht der Alte da? Ah, guck mal, hier sieht man dann, hier kommen wir nicht weiter. Da hätte man die etwas höher setzen müssen. Aber wir haben ja da drüben Platz, denke ich mal. Wir können ja mal nachher gucken. So, jetzt keine Steine mehr. Das ist blöd. Müssen wir kurz uns Steine suchen. Ich glaube, entweder da hinten waren noch welche. Jawohl. Falsche Waffe. So. Ach stimmt, Palladium pro Stück, das sammeln wir ja auch immer noch mit. Habe ich schon ganz vergessen. Ist ja auch nicht schlecht, Palladium pro Stück kann man immer gut gebrauchen. Nur kurz aufpassen wegen Gewicht, hier werden wir zugeballert hier. Hopsa. Ich guck gerade hier nach unserer Fläche, ob das hier auch was werden kann hier. Aber scheint ja schon mal gut auszusehen hier. Mal hier nochmal hier rüber ein bisschen hier. So dass man ungefähr mal den groben Umriss hier hat. Ja, genau, das hier wegen Gestimme hier nicht. So. Supi-dupi. Passt. Wir betonieren hier alles. Ich denke mal, dass wir hier nicht angegriffen werden. Deswegen mache ich hier eine richtig, richtig geile Area draus. Ja, mit der Hoffnung natürlich, dass uns hier nichts passiert.
So, keine Steine mehr. Schade. Müssen wir uns nochmal kurz Steine gönnen. Da oben ist ein Ei. Auch so viel. Nehmen wir mit. So. Und einmal hier landen. Holz wollte ich nicht einsammeln. Ich brauche eher Steine noch. Jetzt ruckelt es hier wieder. So. Jawollo. Na, hier hat es noch einen. Nehmen wir auch noch mit. Warum fallen denn hier die Steine hier nebendran? Eigentlich ist ja auch mal etwas lächerlich, dass die Steine hier nebendran hinpurzeln. Hier wäre natürlich auch noch so ein Area gewesen, wo man hinbauen hätte können, aber hier wird man leider auch immer attackiert. Ich kenne es leider. Und hier unten hatte ich, glaube ich, bisher noch keine Probleme, wenn ich mich zurückerinnere. Ich glaube, hier unten hatte ich wirklich noch keine. Also nicht, dass ich wüsste irgendwie. So. Jetzt sieht das Ganze doch schon mal super gut hier aus. Ist hier hinten eh Schluss. Ja, hier geht einfach nichts. Hätte man einfach noch höher setzen sollen. Das Fundament. Belassen wir jetzt mal so. Ich denke mal, die Fläche dürfte uns hier auch halbwegs langen. So an sich, aber es sollte kein Problem darstellen eigentlich. Ansonsten können wir ja hier auch noch eine ganze Weile hier raus, glaube ich, noch. Ohne dass uns hier was stört. So, wieder keine Steine. Keine Steine. Das Holz nervt mich hier als. So. Gehen wir hier kurz zurück zum Lager. Hier. Deswegen habe ich gemeint, das hier nimmt uns hier auch wahnsinnig viel Platz weg immer. Das ganze Zeug hier. Brauchen wir natürlich jetzt nicht. So ein Ei habe ich hier noch. Das Ei setze ich auch mal nach da runter rein. So, kann ich jetzt hier mal ausbrüten. Steine. Der hat hier die legendären Sphären noch fertig gebastelt. Supi. Hier drüben, die Carbonphase ist auch soweit fertig. Supi, Steinkohle mache ich jetzt nicht. Deswegen, meine Lieben, wir brauchen hier unbedingt ein neues Lager, weil hier sieht schon ein bisschen heavy aus. Gut, es ist jetzt gleich Nacht, da geht wahrscheinlich jetzt hier eh nicht mehr viel. Ja, warum? Hey, was ist hier los? Hä? Warum ist denn hier die Tür offen, meine ich? Ja, so geht es aber nicht, Freundchen. Ja, jetzt aber mal schnell da rein hier. Na, hör mal. Die Tür zu. Gehen die doch tatsächlich alle da raus spazieren? Ich glaube, die ticken nicht mehr richtig. Ich glaube, die haben das Schuss nämlich gehört. So, 4 Torten passt. Wir brauchen jetzt Steine. Jetzt müssen wir kurz ins andere Lager kurz porten.
Ja, und ihr bleibt jetzt gleich dran, es geht nämlich gleich weiter.